So, ihr Lieben, ihr habt meine Zutaten gesehen. Bei mir gibt es eine Fake Carbonara, ich sag mal Kinder Carbonara und ein One-Pot-Gericht. Pasta nach Wahl, egal welche. Natürlich Speckwürfel, Mengenangaben könnt ihr auch selber entscheiden. Mögt ihr mehr, mögt ihr weniger. Zwiebeln und Knoblauch, bisschen Parmesan, auch anderen Käse funktioniert wunderbar. Wasser mit Gemüsebrühe und etwas Sahne. Sonst gebe ich nicht viel Geschmack. Speck hat Geschmack. Das hat Geschmack und hier Gemüsebrühe sowieso. Ich starte, indem ich eine Pfanne nehme. Die tue ich jetzt einmal mit einem Esslöffel Öl aufheizen. Ach, Fliege. Und dann tue ich Zwiebel und Knoblauch erstmal kurz anbraten. Und diese Fliegen tun mir hier mein Video crashen. Was soll das? So, ich habe mein Öl war ja hier drin, habe Zwiebel, Knoblauch und auch direkt meine Speckwürfel reingegeben und brate das Ganze schön an. Natürlich ohne Fliegen, aber das lässt sich halt nicht vermeiden. Mehr Öl braucht ihr nicht, weil Speck lässt ja auch ein bisschen Fett und da könnt ihr, wie gesagt, Mengenangaben selber entscheiden, wie viel Fleisch ihr in eurer Nudel haben wollt oder nicht. Ich brate es noch ein, zwei Minütchen an und dann gieße ich das Ganze mit meinem Wasser-Gemüsebrühe ab und mit meinen Nudeln. Und die Sahne und der Parmesan kommen so Richtung Ende. So, ich bin fast fertig. Okay, ich habe die Sahne jetzt doch noch reingegeben. Und bitte achtet auf die Mengenangaben vorne. Ich musste hier auch nochmal Wasser machen. Das war mir zu wenig Wasser. Aber da müsst ihr natürlich auch gucken, welche Nudel ihr nehmt oder welcher Topf von der Größe. Aber es muss jetzt auf jeden Fall, seht ihr, dass so alles ein bisschen bedeckt ist. Ich mache jetzt den Deckel drauf, lasse das Ganze erstmal hier weiter köcheln, bis sich was tut und schalte dann runter und köchel einfach so lange, bis die Nudeln gar sind. Dann seht ihr auch, dass die Flüssigkeit verdampft und in die Nudeln eingezogen ist. Und dann habt ihr ganz schnell leckere Fake Spaghetti Carbonara und zum Schluss kommt dann mein Parmesan. Also wie gesagt, achtet bitte immer auf die Zutatenliste, die vorne drauf steht. Bei mir waren das jetzt fast 1,5 Liter Wasser. So, 10 Minuten später, so sieht das langsam aus. Hier ist noch Flüssigkeit, meine Nudeln brauchen noch 2-3 Minuten. Aber ich mache jetzt den Parmesan rein, den habe ich jetzt frisch gerieben und lasse es, wie gesagt, noch ein paar Minütchen weiter köcheln und durch den Parmesan tut sich jetzt auch die Soße hier ein bisschen verändern. Einfach abschmecken nach Geschmack. Ich habe schon probiert, ich finde es genau richtig. Ich brauche hier wirklich keinen Salz. Und ja, ich zeige euch gleich, wie es aussieht. Simpel, einfach und lecker. So, fertig. Parmesan hatte ich vorhin reingegeben. Habe dann mein Herd ausgemacht und es noch so ein bisschen in der Wärme hier auf der Platte ziehen lassen. So sieht das aus. Soße perfekt, nicht zu viel, nicht zu wenig Soße, aber ich mag halt soßig. Ein Traum. Habe ich was vergessen, steht es unten in der Infobox. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.